Wie man so eine Schlaufe in ein Seil speisen kann, das zeigen wir jetzt. Im ersten Schritt wird das Ende des Seils etwa 10 cm lang in seine einzelnen Fasern aufgetrennt. Damit sich das Seil nicht weiter auftrennt, kann es helfen, ein Gummiband oder einen Bindfaden, um das Seil zu knoten. Bei einem Seil aus Kunststofffasern kann man jetzt noch die Enden mit einem Feuerzeug kurz anschmelzen, damit sie sich nicht weiter zerfransen. Aus dem Seil machen wir jetzt eine Schlaufe in der gewünschten Größe und machen auf Höhe des Gummis eine kleine Markierung. Die einzelnen aufgetrennten Fasern werden jetzt in das Hauptseil eingeflochten. Dafür kann man so ein Werkzeug hier verwenden, es geht aber auch gut ohne. Damit das weitere Vorgehen besser verständlich ist, haben wir die drei Fasern jetzt noch in verschiedenen Farben markiert. Wir beginnen jetzt mit dem roten Ende und schieben die unter eine der Fasern vom Hauptseil. Dazu nehmen wir das Gerät, bohren es unter der Faser durch und können jetzt relativ leicht das rote Ende durchschieben und bis zum Anschlag reinziehen. Das nächste Ende wäre jetzt das grüne und das kommt auf Höhe der Markierung eine Position weiter rechts, also hier unter das Hauptseil. Für das schwarze Ende bleibt dann nur noch eine letzte Faser vom Hauptseil und das wird dann auch darunter durchgeschoben. Zur Kontrolle, ob man die richtigen Fasern des Hauptseils getroffen hat, kann man jetzt die Schlaufe einmal drehen und alle farbigen Enden sollten etwa auf derselben Höhe herauskommen. Das ist bei uns der Fall, also kann jetzt schon mal dieses grüne Gummiband ab, da das Seil sich jetzt nicht weiter aufribbeln kann. Alle drei Enden müssen jetzt immer weiter in das Hauptseil eingearbeitet werden. Und dabei muss immer jedes Ende über die nächste Faser rüber und unter der darauffolgenden durchgeschoben werden. Über die Faser rüber und unter der nächsten durch. Hat man alle drei Enden eine weitere Stufe eingeflochten, wieder die Kontrolle, ob alle auf derselben Höhe herauskommen. Ist das der Fall, kann man die Enden schön festziehen und wiederholt die Schritte immer weiter, bis die Enden zu Ende sind. Hat man die Enden etwa viermal in das Hauptseil eingeflochten, 1, 2, 3 und 4, kann man die überstehenden Enden alle abschneiden und mit einem Feuerzeug anschmelzen. So, das war's jetzt auch schon. Die Schlaufe ist fertig. Viel Spaß beim Nachmachen.